Ob nach dem Tod alles aus ist, darüber scheiden sich die Geister. Sicher ist, dass der menschliche Körper für seinen Besitzer wertlos wird. Für andere wird er wertvoll. Medizinstudierende können ihr Studium nur nach erfolgreichen Anatomiekursen abschließen. Wer würde sich einem Arzt anvertrauen, der noch nie einen Menschen von innen gesehen hat? Deshalb sind sogenannte Körperspenden wichtig. Stefan Heermann unterrichtet Anatomie. Er kennt die Positionen von Organen und Gefäßen im Menschen genau und weiß auch, wie Muskeln entlang der Knochen verlaufen. Gleichzeitig ist er Ansprechpartner für künftige Körperspender. Im Grunde genommen kann jeder, der nicht stark übergewichtig, untergewichtig oder an schweren, hoch ansteckenden Erkrankungen leidet, Körperspenderin oder Körperspender werden. Ab dem 50. Lebensjahr. Die Studierenden sind bei ihren praktischen Übungen auf Körperspender angewiesen. Wir sind noch am Anfang von unserem Medizinstudium und da müssen wir den Körper kennenlernen. Man lernt dann, zum Beispiel die Leber liegt auf der rechten Seite. Aber dann kann man im Kurs tatsächlich schauen, okay, die Leber liegt wirklich da. Dann kann ich die Gefäße anschauen, die in die Leber reinverlaufen. Also es geht wirklich darum, sich im Körper zu orientieren und die Strukturen anzuschauen. Beim Präparieren hängt die wissenschaftliche Erkenntnis stark davon ab, ob man an einem wirklichen Körper arbeitet. Man muss sich immer wieder in Erinnerung rufen, dass da ein Mensch vor einem liegt und dass jemand seinen Körper gespendet hat. Aber es ist ganz wichtig im Präparierkurs, dass man das Emotionale versucht einigermaßen auszublenden und sich dann ganz professionell auf die Arbeit konzentriert. Ein sogenanntes Vermächtnis ist die Grundlage jeder Körperspende. Man kann es im Anatomischen Institut der Uni Freiburg hinterlassen. Die Interessenten bekommen eine Vorlage, wie so ein Vermächtnis auszusehen hat. Das muss dann handschriftlich verfasst werden und unterschrieben werden. Das ist keine vertragliche Regelung, aber eine Vermachung des Körpers, von der auch beide Parteien jederzeit wieder zurücktreten können. Sollte nichts dagegen sprechen, kommt dann diese Person nach dem Tode zu uns in die Anatomie. Mit der Vermachung an die Anatomie werden die Angehörigen eines Körperspenders von Aufwendungen für Begräbnisfeier und Bestattung befreit. Der Moraltheologe Eberhard Schockenhoff schätzt es hoch ein, wenn Menschen als Körperspender der Nachwelt einen letzten Dienst erweisen. Hier gilt ja, dass ich nach meinem Tod noch etwas, einen Akt der Liebe, der Unterstützung eines wichtigen Zweckes für die Allgemeinheit verbringe. Und das hat einen hohen Wert, das ist eine sehr achtenswerte Einstellung und da gibt es keinerlei moralische Bedenken. Die Studierenden sind sich dessen bewusst und würdigen die Körperspender. Es ist einmal im Jahr im Freiburger Münster ein Gottesdienst, in dem man von diesen Menschen, die ihren Körper spendeten, Abschied nimmt und den Leichnam dann auch in würdiger Weise bestattet. Und die Medizinstudenten sind dazu eingeladen, daran teilzunehmen. Und das zeigt, dass sie das Bewusstsein haben, dass der Leichnam einmal der Körper eines lebendigen Menschen war, in dem dieser sich darstellte und dass deshalb auch noch etwas von der fortwirkenden Menschenwürde an ihn erinnert. Nachdem sie ein sehr wichtiges Semester lang bei Studien der Anatomie gedient haben, finden die Körperspender ihre letzte Ruhe auf dem Hauptfriedhof. Dort werden sie auf dem Urnenfeld der Universität beigesetzt.